オペラ歌手エディタ・グルベローバ。1946年にスロバキアで生まれた彼女は、今やオペラ界屈指のプリマドンナである。デビューしてから今年で35年、グルベローバは常に第一線で活躍、舞台に立ち続けている。Man will viel singen und man hat viel Engagements, bis ich eines Tages gesagt habe, nein, denn das verkürzt das Sängerleben. Und habe ich darauf bestanden oder bestehe darauf, dass diese Zeiten, diese Ruhezeiten absolut eingehalten werden. そんな彼女が満を持して挑むのがベッリーニの傑作ノルマ。マリア・カラスの代表作としても知られるノルマは、数あるオペラの中でもソプラノにとっては難曲中の難曲と言われている。そのため歌い手にとっては憧れると同時になかなか手を出せない作品でもある。あのノルマがあまりやられないのは、そのこれ自身が難しいということますけれども、一つはそのマリア・カラスのイメージと長い間見てきちゃったということはありますね。Was ich natürlich ein Beispiel, sagen wir so, in dem Sinne, dass ich ihre Platten angehört habe, dass ich ihre Fähigkeit, ihre enorme Künstlerschaft, eben die Töne, die Musik ins Leben umzuwandeln, das habe ich studiert und das habe ich bewundert und das ist auch das Phänomenale an dieser Frau gewesen.Jeder von uns ist eine andere Persönlichkeit und natürlich eine andere Stimme. Meine Stimme ist anders, sie ist pur bel canto, allerdings mit Fähigkeit zu Dramatik oder zu dramatischer Koloratur. Und mit diesen Mitteln würde ich bel canto singen.Endlich die Zeit gekommen und ich bin sehr glücklich, dass es gerade in Japan geschieht, denn hier singe ich jetzt auch schon seit 23 Jahren, kann man sagen, mit kleinen oder größeren Pausen. Und diese Gelegenheit hat sich geboten, sozusagen habe ich mich selbst gezwungen, diese Partie endlich einzustudieren. Es ist nicht schwierig von der technischen Seite her, von gesangstechnischen Seite, sondern es ist als Rolle, als Charakter hat mich das immer, ich habe mich immer zurückgehalten, denn sie ist schon sehr komplex. Das unglaublich wunderbar von Bellini komponiert ist, von stimmlich jetzt von aller tiefsten Region bis zu allerhöchsten schwebenden Phrasen.Und das alles ist ein Ausdruck von Emotionen, von innerem Erlebnis dieser Frau, dieser Norma, die einerseits eine Priesterin ist und andererseits aber, und für mich die Hauptsache und worauf ich mich konzentriere, ist das Schicksal der Frau. Das ist ein Schicksal von jeder anderen modernen Frau sein könnte.Thank you.
グルベローバの得意技コロラトゥーラ、声を転がすようにして歌うこの歌唱技法、こなせる歌手は数少なく、でもグルベローバは完全無欠のコロラトゥーラと称されている。Ohne technische Hilfe, perfekte technische Hilfe, wäre das nicht möglich. Denn mit Naturstimme kann man so viele Jahre nicht so singen. Und vielleicht Frau insbesondere, mit den Jahren senkt sich die Stimme, die ganzen körperlichen Funktionen verändern sich. Dadurch senkt sich die Stimme, normal. Bei mir nicht, bei mir bleibt sie so hoch wie immer. Und bis F ohne Problem. Insofern, ja, sagt meine Lehrerin, es ist auch ein, es ist ein Wunder. Ich hoffe, ein Wunder ist. でもそのコンディションを保つために、あの日常に随分一生懸命おやりになってると、筋肉トレーニングまでおやりになってるって話聞いたんですか。Ja. Ja, also davon könnten wir jetzt stundenlang sprechen. Davon könnte man auchganzes Buch schreiben, was ein Leben von einem Sänger eigentlich ist. Dass man eigentlich in einer ganz großen Einsamkeit lebt. Denn eben um die Stimme zu schonen, kann ich nicht auf Partys gehen und mich amüsieren und tanzen gehen und Disco und ich weiß nicht was alles und Freunde und singen und lachen. Denn dazu braucht man auch Stimme und die muss ich sparen oder ich will es sparen für meine Auftritte. Und es ist am besten, schauen Sie, ich komme da, wo Sie ausgesungen haben, da. Ja, sie war damals sehr fromm, so wie auch heute. Und sie singt wunderschön, wirklich wunderschön. Und das ist so ein Erlebnis, das selten kann man so ein Erlebnis haben. あの、この何年間はノルマを何度もおやりになるわけですね。Ja, ja, natürlich, weil jetzt, wo ich endlich mal sie erarbeitet habe und jetzt geht das ein Kind.Dass man ein Kind bekommt und das man eigentlich noch gar nicht kennt. Und erst mit der Zeit lernt man das kennen und liebt man es und pflegt man es. Und man sieht dann, aha, welche Facetten es beinhaltet. Und so ist es auch mit dieser Rolle. これやるのはエベレストに登るか5000メートル